Endlich. 26. Bundesliga-Spieltag. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und ich habe frohe Kunde. Im letzten Spieltagsvideo haben wir beide 2 von 3 Wetten richtig gehabt. Das ist ja... Naja, was heißt richtig? Ich hatte leider das Pech, dass Leverkusen nur mit einem Tor Vorsprung gewonnen hat. Deswegen hier Hälfte Einsatz verloren und gesamt nur noch bei 1,33. Du holst langsam auf, aber diesen Spieltag werde ich dir wieder davon eilen, denn ich sag's insgeheim, ich habe einen Lauf. zwar nicht in der Bundesliga, aber allgemein beim Wetten. Und das werde ich jetzt auf die Bundesliga übertragen. Und zwar hoffe ich, dass ich auch habe. Bei dann diesen schauen wir mal, was abgeht, oder? Spielen. Ja, es geht los am Freitagabend mit dem Spiel Gladbach gegen Freiburg. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, die Gladbacher kämpfen um die Champions League, während die Freiburger eher mit gar nichts irgendwas zu tun haben wollen in dieser Saison. Zu Hause sind die Gladbacher entweder Hui oder Pfui, nach 9 Siegen in Folge, 3 Niederlagen in Folge und die Freiburger auswärts ein warmes Lüftchen mit nur bisher 11 geschossenen Toren in 12 Auswärtsspielen. Also das spricht eigentlich klare Bände, wenn man davon ausgeht, dass die Gladbacher vielleicht wieder in die Spur zurückkommen. Schauen wir mal auf die letzten Spiele der beiden Teams. Ja, ganz genau. Und du sprichst es ja an, die große Frage wird sein, ob die Serie weiter anhält von Gladbach. 3 Niederlagen in Folge gegen Bayern, Haushoch verloren, aber auch gegen Wolfsburg und Hertha gab es Klatschen. Da ist Freiburg doch jetzt vielleicht ein gern gesehener Gast, denn die sind gerade im Niemandsland der Tabelle. Das ist sowas wie Champions League, kann man doch eigentlich sagen, für Christian Streich und seine Truppe da. Und von daher... Wenn ich jetzt auch das letzte Spiel nehme, das letzte Auswärtsspiel in Leverkusen haben sie verloren. Ich glaube, dass ich da etwas wiederholen dürfte, oder? Ja, ich schätze auch Gladbach hier klarer Favorit. Blicken wir auf die Quoten. Das Asian Handicap hier sagt, man kriegt eine 2,07, wenn Gladbach das Spiel mit einem Tor Vorsprung oder mehr zu Hause gewinnt. Bei einem Tor Vorsprung siegt der Gladbacher, gibt es das Geld zurück. Und bei einem Sieg mit 2 Toren Vorsprung dann die Zuckerquote von 2,07. Oder gehen die Leute davon aus, dass Freiburg hier mit nur einem Tor Vorsprung verliert oder sogar mehr reißt? Was meinst du? Ich weiß nicht, was die Leute meinen, aber ich glaube tatsächlich, dass es hier ein 2:0 oder so sein dürfte. Von daher... Wie du gerade gesagt hast, hört sich doch Zucker an, diese Quote. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gladbach diese Quote hätte, wenn die letzten Heimspiele nicht so miserabel verlaufen wären. Aber ich glaube, die haben sich schon wieder gefangen und ist jetzt schon mal ganz oben auf meiner Liste. Und bei mir auch und bei vielen anderen auch, wenn man hier die Abstimmung sieht, 4.772 Leute haben drauf gesetzt oder drauf getippt, dass Gladbach dieses Spiel gewinnt. Ein Gladbacher Sieg bei einer Quote von 1,56. Zu wenig, um drauf zu tippen, aber mit dem Asian Handicap minus 1 fühle ich mich sehr, sehr gut. Eine meiner Lieblingswetten. Eine andere meiner Lieblingswetten ist unter 1,5 Tore, aber in dem Fall denke ich schon eher, dass mehr Tore fallen. Wenn man auf Over schaut, hier haben wir die Linie bei 1,72, bei der 2,5er Linie, sage ich jetzt mal. Das ist noch eigentlich attraktiv genug, wenn man denkt, beide Mannschaften schießen gerne Tore oder kassieren gerne Tore. Da ist eine 1,72 auf jeden Fall im Bereich des Vernünftigen. Wie schaut es aus? Sonst noch any ideas? Nee. Nee, gar nicht. Also über 2,5 Tore sehe ich jetzt persönlich sehr riskant. Zumindest in meinem Kopf ist das Spiel 2:0 ausgegangen. Ist auch die bessere Wette, dass man hier auf Gladbach geht, als hier auf die Tore, meiner Meinung nach. Stimme ich dir zu.
Dann haben wir hier das nächste Spiel, Schalke gegen Leipzig. Wie ist da die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist doch relativ klar. Wenn Tedesco noch Trainer ist von Schalke an diesem Wochenende, dann kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es nach dem Spiel der Fall sein wird. Leipzig drauf und dran, sich für die Champions League zu qualifizieren. Schalke hat gegen alle möglichen Teams jetzt verloren, sei es Düsseldorf, sei es Bremen, sei es Manchester City. Also eigentlich gar keinen Stich gehabt. Bei Bremen haben sie vielleicht noch mit einem 4-2 für sich ganz gutes Ergebnis hingelegt. Und Leipzig hat eigentlich in letzter Zeit auswärts die Teams besiegt, die sie besiegen müssen. Letzte Woche, glaube ich, ein Unentschieden gegen Augsburg. Haben wir übrigens auch hier sogar getippt. Kleine Lob an Rande an uns. Und jetzt in Schalke werden sie dafür sorgen, dass der FC Schalke 04 noch tiefer in die Krise rutscht und wahrscheinlich auch einen neuen Trainer hat, wenn es nicht schon bis Samstag der Fall ist. Hm. Wir sehen auch hier Leipzig seit 8 Spielen ungeschlagen, aber dabei 5 von 6 Mal weniger als 2,5 Tore. Und auch die Schalker, naja, die Schalker, die haben immer mehr als 2,5 Tore gekriegt. In dem Spiel gehe ich auch einfach davon aus, dass es nicht vorhersehbar ist. Aber dass die Leipziger das machen in Schalke bei einer Quote von 1,95, muss man derzeit auf den am Boden liegenden Knappen einprügeln und auf die Leipziger setzen. Ja. Vor allem, man kann, glaube ich, pauschal sagen, dass der Gegner von Schalke mehr als 2,5 Tore schießt. Das ist gar nicht das Gesamtspiel wichtig. Ich glaube, das war gegen Mainz richtig, gegen ManU, gegen Man City, gegen Werder, gegen Düsseldorf und vielleicht lässt jetzt auch mal Leipzig wieder einen raus. Aber wenn Schalke von der Ausrichtung nicht defensiv anfängt, was sollen sie denn sonst machen? Von daher, ich finde unter 2,5 nicht verkehrt, aber fühle mich wohler, wenn man hier einfach auf Leipzig geht. Siehst du irgendwas mit Handicap möglich? Ja, Leipzig-Sieg. Handicap hat eine bessere Quote als den Drei-Wege-Sieg. Da lohnt sich der Blick durchaus. Wenn man auf einen Drei-Wege-Sieg 1x2 auf Leipzig geht, hast du die 1,95er-Quote. Wenn du Asian Handicap minus 0,5, was eigentlich das genau gleiche ist, Leipzig gewinnt, bekommst du eine 2,03 und holst da fast schon 4-5% raus, wenn ich das jetzt im Kopf richtig gerechnet habe. Von daher klarer Asian Handicap-Tipp auf Leipzig mit minus 0,5 und dann geht's weiter. Aber mit welchem Spiel? Tja, das siehst du hier, Wolfsburg. Düsseldorf. Genau. Beides zwei Überraschungsmannschaften, oder? Also Wolfsburg hat jetzt schon bekannt gegeben, oder Labbadia hat bekannt gegeben, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei den Wölfen Trainer sein wird. Auch spannend zu sehen sein, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Er ist ja vor allem bei Schalke im Gespräch, was ich so gehört habe. Und vielleicht versucht Schalke auch deshalb jetzt noch länger an Tedesco anzuhalten, weil sie denken, absteigen werden sie es schon nicht. Die Fortuna hat schon einige Punkte geholt, mit denen man nicht kalkulieren konnte oder uns alle überrascht. Gelingt Ihnen das auch in Düsseldorf, in Wolfsburg? Ich vermag da keine richtige Einschätzung zu geben. Also nach dem desolaten Auftritt der Wölfe in München. Müsste man mit einer Reaktion rechnen, aber da ist der Faktor, Labbadia hat keinen Bock mehr, schon auch vielleicht entscheidend. Das ist echt unverständlich. Da haben sie, nachdem sie letztes Jahr Relegation waren und dann davor schon auch nicht so gut, haben sie jetzt wirklich eine super Saison für ihre Verhältnisse bisher gespielt, auch wenn das 6-0 gegen Bayern natürlich da ein bisschen aus der Reihe fällt. Und dann schaffen sie es nicht, diesen Trainer, der das für möglich gemacht hat und sie auch schon vom Abstieg gerettet hat, kann man von Labbadia ja halten, was man will, schaffen sie es, den vom Hof zu jagen. Haben die wahrscheinlich irgendeinen besseren in der Hinterhand? Oder Labbadia hat Schmadtkes Alte gebürstet, was der ja öfter schon mal gemacht hat, dass er was mit Spielerfrauen hatte. Aber wie auch immer, die Frage dürfte sein, was Düsseldorf nach der 0-3 Niederlage gegen Frankfurt in Wolfsburg reißen kann. Ich denke,
Wolfsburg wird schon ein bisschen eine Reaktion zeigen. Deswegen, ja, müsste man drauf setzen. Aber dann wären natürlich die Quoten interessant. Hier sehen wir allerdings nur die Drei-Wege-Quoten. Und um auf einen Wolfsburg-Sieg zu tippen, fehlt mir irgendwo ein bisschen die Lust. Auf einen Düsseldorf-Sieg zu tippen, die Fantasie. Wie schaut es bei dir aus? Mehr Fantasie oder bist du weg? Gar nicht. Also ich war kurz weg tatsächlich, oder du warst gefreezed, aber Wolfsburg Sieg 1,8er Quote finde ich auf jeden Fall nicht uninteressant. Also ich glaube, dass die Mannschaft zu gut ist, um jetzt daheim nicht gegen Wolfsburg zu gewinnen. Düsseldorf. Ja. Ja, gut, das hat man ja schon öfter gesagt, dass die Düsseldorfer sind immer Außenseiter und schau sie dir an, dann haben sie ja hier gegen die Schalker 4-0 gewonnen, gegen Stuttgart auch, okay, das waren jetzt auch schon Mannschaften, die auf Augenhöhe waren, aber Wolfsburg ist nicht utopisch dann, dass sie auch die im Kreuz haben, theoretisch. Dann schließen wir hier keine wirkliche Wette ab. Augsburg-Hannover, vielleicht geht da mehr. Ah, das ist doch auch ein Spiel. Mai, Hannover. Wo sollen die denn jetzt auf einmal den Fußball herholen? Hm. Die sind eigentlich total am Boden. Haben Glück in der Liga, dass Nürnberg mitspielt und dass auch die anderen Teams wirklich weit hinten drin sind, wenig Punkte holen. Deshalb ist es theoretisch alles noch gut machbar. Mich würde es nicht wundern, wenn sie gewinnen. Allerdings glaube ich nicht dran. Und auf Augsburg zu tippen bei dieser Quote ist ja eine Frechheit. Weiß gar nicht, warum Augsburg eine niedrigere Quote hat als jetzt beispielsweise Leipzig oder gerade eben Wolfsburg bei den Siegen. Ja, das kann ich dir sagen. Die haben letztes Heimspiel daheim gegen Dortmund 2-1 gewonnen und in Leipzig 0-0 gespielt. Also das sind tolle Ergebnisse. Und die Augsburger sind von der Mannschaftsbesetzung wesentlich stärker als Hannover, haben das aber über den bisherigen Lauf der Saison auch nicht wirklich gezeigt. Deswegen ist die 1,6er-Quote wirklich eine Frechheit, aber eben durch die letzten beiden Ergebnisse der Augsburger so zustande gekommen. Vielleicht das Asian Handicap mit minus 1 auf Augsburg, aber so dominant ist Augsburg nicht, dass man jetzt sagt, die schießen Hannover auf jeden Fall weg, weil Hannover, wenn die ein bisschen auch noch rechnen oder ein bisschen Hoffnung haben, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt, diese blöde Hoffnung, dann sehen die, oh, wir sind ja nur 8 Punkte hinter Augsburg, da geht noch was vielleicht. Ja, genau. Und von daher, wenn sie gewinnen, dann sind es ja nur noch 5 Punkte und dann sieht es ja echt nicht mehr so schlecht aus. Und vor allem müssen sie auch auf Stuttgart schauen. Also von daher ein Spiel, bei dem ich jetzt auf keinen Fall drauf gehen würde, dass hier Augsburg gewinnt. Was die Tore betrifft, hört sich das eher nach einem unter 2,5 an als einem über 2,5 für mich. Ansonsten würde ich da auch einfach die Finger davon lassen. Ja, Finger weg, Spiel für mich, ganz klar. Gut, dann haben wir hier das Spiel Stuttgart-Hoffenheim. Was passiert da? Ja, also, hier würde ich auf ein klassisches Unentschieden tippen. Tendenz sogar eher auf Stuttgart. Bin mir bei Hoffenheim nicht so sicher, ob die wirklich nochmal da oben anklopfen können. Dafür waren sie in den letzten Wochen nicht konstant genug. Haben einige Spiele gegen Teams nicht gewonnen, wo sie hätten gewinnen müssen. Und Stuttgart hinten drin, Derby-Atmosphäre hat, glaube ich, schon öfter sich gegen Hoffenheim rausgekämpft, quasi aus Krisen. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die hier punkten. Ja, da sehe ich nicht so. Ich sehe hier Hoffenheim klar stärker, auch weil die einen Aufwärtstrend hatten zuletzt.
Und im direkten Vergleich, die haben das Hinspiel 4-0 gewonnen gegen Stuttgart. Okay, die hatten eine rote Karte. Letztes Jahr in der Rückrunde hat Stuttgart gewonnen, aber da war Stuttgart auch mit Taifun Korkut extrem stark. Und das sind sie ja jetzt nicht mehr. Sie haben in der Tat auch nur gegen Hannover für Furore gesorgt und 5-1 gewonnen, gegen Bremen einen Punkt geholt. Das war so ein bisschen ein Achtungserfolg. Aber wenn man genau hinschaut, Hoffenheim, da, wenn die was können, dann schlechte Mannschaften vertrimmen. Das haben sie mit Hannover gemacht. Das hätten sie mit Nürnberg auch machen müssen. Haben sie dann 2-1 gewonnen. Und ich denke, Stuttgart ist das gleiche Kaliber. Stuttgart wird da nicht gewinnen. Aber das Unentschieden ist ein interessanter Tipp. Aber ich würde trotzdem hier zu Hoffenheim tendieren, weil die auch jetzt mal wieder angreifen müssen. Denn die sind jetzt schon bis auf Platz 8 abgerutscht und haben eigentlich hier schon Ambitionen auf jeden Fall in die Euroleague, wenn nicht sogar noch mehr. Aber die Champions League ist sowas von gelaufen für die. Aber die Euroleague, ja, dazu müssen sie dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in irgendeiner Mannschaft eine Motivation ist, zu sagen, wir spielen dann in der Euroleague. Aber sagen wir mal, es wäre so, dann würde ich hier auf Hoffenheim gehen. Ah, ich glaube, Frankfurt hat richtig Bock drauf. Also, ja, und wenn du siehst, wie die da in total komische Städte fahren, die noch kein Mensch vorher gehört hat und die rocken da in die fremden Stadien. Frankfurt hat echt Bock drauf. Ja, und das muss ich auch sagen, das ist auch ein Grund, warum diese Euroleague dann doch vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn es dann wirklich Mannschaften gibt, die über sich hinauswachsen. Und da ist Frankfurt ja die einzige deutsche Mannschaft international, denen wir jetzt noch die Daumen drücken. Also wir zeichnen das Video natürlich vor dem Spiel auf. Da wissen wir natürlich noch nicht, dass Frankfurt 2-1 gewinnt oder noch weiterkommt. Und das ist jetzt mein Tipp. Aber gut, egal. In dem Spiel müssen wir natürlich dann noch schauen, was die Tore hergeben. Über 2,5 ist auch ein Witz bei einer Quote von 1,44 und einfach der Hoffenheimer Sieg bei 1,9 gefällt mir hier noch am besten. Ansonsten haben wir nur noch 4 weitere Spiele mit Hertha gegen Dortmund. Mache ich in dem Fall kurz. Ich gehe weiterhin auf den BVB. Denn ich will, dass die Meister werden und dafür brauchen sie Siege, Siege, Siege. Sind jetzt nur noch Zweiter. Vielleicht tun sich da ein bisschen leichter. Witzel fällt wohl aus. Der tut auf jeden Fall weh. Aber Berlin müssen sie schlagen. Ansonsten, keine Ahnung, wird's knapp und knapper. Und die Berliner haben letzte Woche in Freiburg durch so ein Last-Minute-Tor verloren von Ibisevic. War es Last-Minute? Weiß gar nicht, aber es war jedenfalls ein Eigentor von Ibisevic, kurz nachdem er ja den Ausgleich gemacht hat auf der anderen Seite. Extrem bitter, weil wir auf Unentschieden getippt hatten. Und ja. Gegen Mainz haben sie zu Hause gewonnen. Das ist jetzt auch alles andere als ein Top-Spiel gewesen. Von daher wird es schwer für Dortmund, auf jeden Fall in Berlin. Es könnte ein Asian Handicap auf Berlin mit plus irgendwas vielleicht interessant sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die sich abschießen lassen, aber es ist hier nur Berlin oder unentschieden, eine Zweierquote. Von daher muss man hier auch bei einer Quote von 1,85 auf Dortmund gehen. Was die Tore betrifft, glaube ich auch nicht. Da kann alles passieren. Ein 1-0, 2-0, aber auch ein 4-0, 4-1, 4-2. Ein Torfestival, da würde ich die Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass da irgendwie über, unter irgendwas bringt. Same. Gut. Bremen-Leverkusen. Hinspielergebnis, hast du es noch im Kopf? 6-2 für Leverkusen. In Bremen. Nee, habe ich tatsächlich verdrängt. Mhm. Schwieriges Spiel. Beide Teams ja ziemlich genau in der Tabelle Nachbarn. Wenn zumindest Bremen das Spiel gewinnen würde, dann sind die ganz nah dran. Bremen muss es gewinnen, wenn man die vor der Saison ausgegebene Ziel- oder Erwartungshaltung von internationalen Plätzen auch noch erfüllen möchte. Dazu ist der Sieg Pflicht. Leverkusen hat sich jetzt aber wirklich gefestigt. Die Vernunft würde sagen,
setzt doch in dem Fall auf Leverkusen oder auf ein Unentschieden. Die Hoffnung setzt aber ganz klar auf Bremen. Mhm. Und von daher ein No-Bet für mein Empfinden, weil ich hier einfach zu sehr für Bremen mithoffe und auf nichts anderes tippen will. Mhm. Ja, die Hoffnung, habe ich vorher schon gesagt, ist der größte Scheiß, was man haben kann. Nicht nur beim Tippen überhaupt. Im Leben verlasse dich nie auf Hoffnung. Du brauchst ein paar Argumente. Und bei Leverkusen spricht einfach viel für Leverkusen, dass die zu Hause dieses Spiel gewinnen, weil sie auch bis auf das Spiel gegen Dortmund jetzt zuletzt echt stark waren. Aber man hat ja immer im Hinterkopf, dass der Bosch in Dortmund auch am Anfang brutal eingeschlagen ist und dann irgendwann ist ihm die Luft ausgegangen. Und vielleicht sind da so Bremer, die jetzt auch gerade Schalke abgefieselt haben, der undankbarste Gegner. Deswegen, Bremen hat 2019 noch kein Spiel verloren und Leverkusen hat viel gewonnen. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich ein Unentschieden wird. Und dann wird es interessant, wie die Asian Handicap-Quoten hier sind. Bremen plus 1, weil die auch vielleicht entweder sich fürs Hinspiel revanchieren oder Leverkusen kann Bremen extrem gut und haut die nochmal 4-0 oder 6-2 vom Platz. Also dennoch gefällt mir hier ein Plus 1 auf Bremen besser, würde aber auch nicht drauf tippen, aber das ist vielleicht für dich dann interessant als Bremen-Fanboy. Ja, aber maximal interessant. Ich glaube nicht, dass man das in meiner Wette sehen wird. Dann haben wir Frankfurt gegen Nürnberg noch. Ja, nächster Sieg von Frankfurt, oder? Also ja, wenn Düsseldorf abfieselt, der wird ja dann daheim auch gegen Nürnberg, gegen den Club nachlegen. Und die sind, glaube ich, statistisch jetzt auch schon abgestiegen. Und enough said. Also die Quote gibt auch nicht wirklich viel her. Man kann jetzt sich überlegen, wegen Doppelbelastung macht ein Handicap-Sieg nicht so viel Sinn. Da macht es vielleicht sogar mehr Sinn, auf Nürnberg 1,25 zu gehen. Allerdings würde ich generell einfach die Hände davon wegnehmen, denn die Quoten auf Frankfurt-Sieg, auch minus 1, ist zu gering. Genau, da kann man nichts gewinnen, nur verlieren. Und es sei denn, man ist davon überzeugt, dass Frankfurt mit 2 Toren Vorsprung gewinnt, was ich angesichts der Europapokal-Strapazen jetzt aber nicht für so realistisch oder so value-haltig ist es auf keinen Fall. Aber mei, manche machen das vielleicht. Dann haben wir noch das letzte Spiel des Spieltags hier, Bayern gegen Mainz. Die Bayern in der Liga zuletzt wie ein Champions League-Teilnehmer, würde ich fast sagen. Und dann in der Champions League wie ein Europa League-Kandidat. Das war überhaupt nichts gegen Liverpool. Die Offensive extrem harmlos, 2 Torschüsse in beiden Spielen gegen Liverpool. Aber in der Bundesliga, ja, mei, die Bundesliga halt, die hässliche, unnütze Bundesliga, da reicht es ja allemal. 6-0 gegen Wolfsburg, 5-1 gegen die ach so starken Gladbacher. Ja, aber dann kommt Mainz. Wie sind die Spiele gegen Mainz zuletzt gewesen? Naja, 2-1 Bayern, 2-0 Bayern, 4-0 Bayern. Also alles andere als ein Bayern-Sieg wäre eine Überraschung. Können die Mainzer hier vielleicht es zumindest eng gestalten oder eine Sensation schaffen bei einer 8er-Quote auf Unentschieden oder einer 15er-Quote auf Mainzer Sieg? Möglich ist es für mich schon. Also es wird sich ja wohl die Frage stellen, wie sehr ist jetzt Bayern als Team auf die Meisterschaft aus? Gehen die jetzt einfach weiter Vollgas? Oder sind der ein oder andere beleidigt, weil Lewandowski hat, glaube ich, den Trainer öffentlich kritisiert, indem er gesagt hat, wir haben ja viel zu defensiv gespielt. Auf der anderen Seite, was willst du denn gegen Liverpool Vollgas antreten? Dann hauen die dich ja richtig weg. Zumindest meine Einschätzung. Also keine Ahnung, ob man jetzt hier da die nächste Hollywood-Krise herbeireden möchte. Theoretisch kann ich mir schon vorstellen, so ein Asian Handicap plus 2 auf Mainz könnte interessant sein, aber ich glaube nicht, dass Mainz am Ende einen Punkt holt oder gar gewinnt. Glaube ich auch nicht. Das wird schon irgendwie ein Bayern-Sieg, aber ja, da, das schaue ich mir einfach nur mal an und dann wetten will ich da eigentlich spontan überhaupt nicht drauf. Von daher
haben jetzt Zeit, hier noch ein paar Picks abzugeben. Und ja. Jeder hat 3, wie immer. Ich sage Gladbach minus 1, also Asian Handicap Sieg auf die Borussia Mönchengladbach. Und der zweite und dritte Tipp, das sind beide Siegwetten, einmal Wolfsburg und einmal Dortmund. Und ich habe auch für mich ein ganz gutes Omen entdeckt, beide haben die Quote von 1,85. Nein, Wolfsburg hat eine 1,8er Quote hier zumindest, aber du wirst schon einen Wettanbieter finden, der noch eine bessere Quote hat als hier. Gut, meine Picks sind ähnlich. Ich habe auch die Gladbacher Asian Handicap minus 1, Leipzig Asian Handicap minus 0,5, auch eine Zweierquote und Hoffenheim Sieg. Diesen Spieltag müssen die Favoriten liefern. Und ja. Ich werde vielleicht auf diese 3 halt auch, und vielleicht kann man auch die Dortmunder da noch reinpacken, eine Risk-Kombi mit einem kleineren Einsatz machen. Das hat in der Vorrunde, glaube ich, schon mal geklappt auf diese Teams. Und ja, diesen Spieltag sollte es auch klappen. Oder die Außenseiter schaffen die ein oder andere Überraschung. Aber das weiß man ja erst am Sonntagabend alles. Also dann viel Spaß. Ich freue mich drauf. Danke. Ich mich auch. Bis dann. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.